Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und wir sind wieder in der Luft heute über Kyrat in dem Helikopter und wir fliegen hier zum guten alten Longinus, der sich hier mal wieder ein Zelt aufgeschlagen hat und da werden wir jetzt mal hier schön gemütlich landen. Oh, etwas abrupt, aber so ist es nun mal und jetzt schauen wir mal, was der gute Longinus heute so mit uns vorhat hier. Ich sehe schon, hier haben sich auch wieder einige versammelt, ein Händler hat sich hier auf jeden Fall versammelt. Mal schauen, was der so hat, aber auch nichts Besonderes. Nee, ich wüsste gerade nicht, was ich kaufen soll. Ich kann hier nur mal ein paar Kisten noch looten, schnell im Vorbeigehen. Und dann würde ich sagen, Longinus, ab geht die Fahrt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses. Übel aufgerissene Lippen. Denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kyrat. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Eine kurze Jagd, so sieht's aus. Eine kurze Jagd hört sich an für sich gut an. Hier ist auch schon mein aktuelles Ziel direkt. Ich würde sagen, da wir hier eh noch den Heli haben, machen wir da jetzt auch noch einen kurzen Abstecher hin. Geht ja ganz schnell wahrscheinlich. Flieg hoch, so, ab, flieg uns darüber. Da war wieder ein Karma-Event. Habe ich liegen lassen. Verfolge den Schmuggler bis zu seinem Ziel, ohne bemerkt zu werden. Okay, gut, dass wir mit dem Heli auch gerade da sind. Töte das Ziel und nimm seinen Schlüssel für das Blutdiamantengewölbe. Ein Schmuggler nähert sich, lass dich nicht entdecken. Verfolge den Schmuggler. Okay. Ich werde dranbleiben. Mit dem Heli geht das echt gut. Glück gehabt. Aber ich liebe den Heli ja eh. Gerade wackelt er auch ein bisschen. Ich muss nämlich immer so blöd nach unten gucken, um zu sehen, wo er hinfliegt. Da vorne ist eine Kreuzung. Mal schauen, wo er hin will. Wohin fährt er? Okay, hier geht's weiter. Mal schauen, wo er hier hinfährt. Hier oben in die Höhle wahrscheinlich. Töte den Schmuggler. Okay, gesehen hat er mich direkt.
So, hier außen haben wir schon mal aufgeräumt. So, hier haut keiner mehr ab. Wo ist der? So, da hab ich's denn doch. Okay, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Pause. Dann kann ich hier eigentlich alle looten, kurz. Betritt das Gewölbe, da muss ich wohl gleich rein. Aber Geld ist bei uns sehr wichtig. Bin nicht vergessen. Also hier im Spiel. So. Dann gehen wir mal rein ins Gewölbe, würde ich sagen. Mal schauen, was sich hier so verbirgt. Du bist dabei leider gestorben. So, den auch noch. Ich komme mit dem Blutdiamanten. Der Käufer, meine Herren, der Käufer wird in 2 Tagen kommen. Sorgt dafür, dass das Gewölbe für die Übergabe vorbereitet ist und die Diamanten gereinigt sind. Ich will, dass in den nächsten Tagen allen in höchster Alarmbereitschaft sind. Der goldene Pfad scheint im Moment überall Augen zu haben. Ich werde bei der Übergabe dabei sein. G, okay. Dann kommt dieser G wahrscheinlich jetzt gleich und macht hier ein bisschen Rabatz mit mir. Entkomme mit dem Blutdiamanten. Hat noch niemand gesehen. Okay, da habe ich ordentlich aufgeräumt. Es waren nur schöne Kopfschüsse. Okay, der hat Glück gehabt bisher. So. Alles looten. So, ich würde gerne eigentlich wieder hier hoch zu meinem Helikopter und von dann so hier verschwinden. Ich glaube, das schaffe ich auch. Irgendwo hier hinten werde ich bestimmt hochkommen. Ja, hier ist es so. Perfekt. So, dann kann sich die Musik auch gleich etwas beruhigen. Ich glaube, ich muss ja auch nur noch entkommen. Alles andere habe ich, glaube ich, erledigt. So, und dann hauen wir jetzt ab. Puh, die haben mir nochmal übelst Schaden zugesetzt, die beiden. Das war echt nochmal eine knappe Nummer, ob wir hier heil rauskommen. Aber wir haben es geschafft, gerade so. Hier ist eine Gebetsmühle zum Drehen, da gehen wir mal kurz hin. Aber wo ist sie? Hier drin? Entschuldigung, die Männer übernahmen See, fürchte ich, meine Zeit hier am Gard vorüber ist. Es gehört jetzt zu Blaesus Männern und hat den Familiennamen Nath verraten. Ich werde in Banapur Zuflucht suchen, wobei ich mein Lebenswerk fortsetzen kann, ohne in ständiger Todesangst zu leben.
Bitte bringt eure Verstorbenen nicht mehr diesen Gart. Zu diesem Gart. Ja, alles klar. Krass. So, Longinus, wie sieht's aus? Willst du nicht deine Diamanten wieder haben? Eine kurze Jagd abgeschlossen. Ein bisschen Geld habe ich dafür ordentlich gekriegt. Und einen Brief. Ich weiß darum, aber ich weiß von keiner Höhle hinter seinem Haus, wo er sein Geld versteckt. Sabi glaubt nun, weil er seinen scheiß selbstgebrannten an CPL naht, um seinen Royal-Armen-Idioten auf der Insel gibt, sei er in Sicherheit. Sabi wird heute Nacht in dem Boot rausfahren. Sabi wird heute Nacht ein feuchtes Grab finden. Eine Höhle hinter sein Haus? Ich finde hier leider keine Höhle. Okay. Oh, da vorne sind Nashörner. Die holen wir uns jetzt. Die brauchen wir eh. Krasse Nummer, mit zwei Granaten, eins besiegt und ein bisschen ein paar Schüssen. Das nächste wird etwas schwieriger. Boah, krasse Nummer. Musste ich krass ausweichen. Aber hat auch gut funktioniert. Sehr schön, damit haben wir zwei Nashörner erledigt. Hätte ich so schnell auch nicht gedacht. So, dann können wir jetzt eigentlich, eigentlich können wir schon wieder einen Stopp machen, denn ich glaube, jetzt eine weitere Mission anzufangen lohnt sich, glaube ich, nicht. Und ich würde sagen, das nächste Mal widmen wir uns entweder nochmal dem Yogi oder direkt wieder der Amita. Das entscheiden wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Ciao.